Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop Spamming 1 und neutralisiert meinen Schweizer Akzent. Man kennt ihn vor allem aus seinen englischen Lehrvideos hier auf YouTube. So übergebe ich wie üblich das Wort an ihn und er bringt uns seine persönlichen Definitionen von Atheismus und Islam nahe. Hey, sehr schön gesagt. Wunderschönen guten. Ich hoffe, alle haben das geschafft mit der Zeitumstellung. Ich habe noch ein bisschen Jetlag, aber das gibt sich bestimmt mit der Zeit. Also, wir sind ja im Islam unterwegs und ganz klar zum Ausdruck bringen möchte ich eines. Ich will nicht jemanden konvertieren. Ich will nicht, dass jemand seinen Glauben verliert, wenn er ihn doch braucht. Wenn jemand glaubt, er glaubt das Richtige und braucht das auch, dann soll er das doch machen. Nur der oder diejenige darf nicht erwarten, dass ich es auch glaube, weil ich ein Atheist bin. Ich versuche niemanden davon abzubringen. Ich erwarte nur, dass wenn jemand einen Grund hat, etwas zu glauben, er eigentlich auch in der Lage sein müsste zu sagen, warum er das glaubt. Und das ist die einzige Frage, die ich stelle als Atheist. Als Atheist habe ich kein Dogma, keine Agenda. Ich habe keinen Grund, ich habe kein Ziel, ich habe keine Meinung, ich habe überhaupt nichts. Ich habe nur, dass mir der Glaube fehlt, dass Götter existieren. Und deswegen ist es kein Glaube, sondern das Fehlen eines Glaubens. Und das ist dann auch schon alles. Das heißt also, ich warte ganz einfach darauf, dass Leute mir zeigen, warum sie glauben, was sie glauben. Jetzt haben wir das Bild von dem Drachen. Das ist genauso wie ich nicht an Drachen glaube. Ich glaube nicht, dass Drachen existieren. Ich denke aber nicht jetzt jeden Tag darüber nach, oh meine Güte, es gibt keine Drachen, was mache ich denn jetzt? Drachen bilden in meinem Leben keine grundlegende Maßnahme. Das heißt also, ich orientiere mich nicht an Drachen, ich orientiere mich nicht an dem, was Drachen vielleicht von mir wollen würden, sondern es ist einfach unwichtig. Und genauso ist das mit Göttern. Sie sind einfach für mich unwichtig. So, wir reden über den Islam. Islam ist meiner Meinung nach
Religion als auch ein soziopolitisches System, eine Ideologie, eine politische Ideologie und eine Weltanschauung. Und die Religion bestimmt jetzt hier die anderen Elemente. Das heißt also, die politische Ideologie, die jetzt im Augenblick in verschiedenen Regionen der Erde implementiert werden soll, wird bestimmt von den religiösen Aspekten, die wir finden im Koran. Und weil der Koran so vage und mehrdeutig ist, muss er interpretiert werden. Und weil das immer noch nicht reicht, braucht man sekundäre Texte. Und das ist das, was wir versuchen zu tun. Wir versuchen, den Islam zu erklären, die Inhalte des Islam zu erklären, woher die kommen, warum die so sind, wie sie sind und was es für die Menschen heute bedeutet. So, da machen wir jetzt ein bisschen Informationen draus und gucken mal, was so in der Welt des Islam passiert ist. Ich war ja gestern unterwegs, ich war auf meinem persönlichen Dschihad, weil ich auf einem Symposium war und dann habe ich nicht wie üblich, weil ich bin normalerweise im Maritim unten direkt am Rhein, das ist wunderbar in Köln. Da ist man direkt neben der Fußgängerzone. Diesmal habe ich beim Kollegen gewohnt und der hat uns dann mitgenommen auf einen Kaffee, auf so einen Hügel und da kann man wunderbar in den Rhein runtergucken und Siebengebirge und alles. Und da sind wir dann durch die Stadt gelaufen und dann war da ein Dawa-Tisch. Die hatten dann den üblichen Blödsinn mit wissenschaftlichen Wundern im Koran und die Rechte der Frau und diesen ganzen Blödsinn. Und dann habe ich die du einfach konntest nicht gefragt, widerstehen. Warum die glauben, was die glauben. Sorry? Und du konntest nicht widerstehen, da ranzugehen. Widerstehen. Nein, der hat dann die Mädchen hat dann mitgenommen, die sind dann Schaufensterbummeln und einkaufen und sowas alles. Und ich habe dann eine gute Stunde mit denen palavert. Aber es ist so schlimm, ehrlich, die sind so hilflos. Alles, was die machen konnten, ich meine, da reden wir heute noch drüber, ist zu sagen, ja, man muss den Koran unbedingt auf Altarabisch lesen, sonst hat man da überhaupt keine Ahnung von. Man darf also durchaus dem Glauben beitreten, ohne ein einziges Wort Arabisch zu sprechen, aber sobald man irgendwie was dazu sagen möchte oder irgendwie vielleicht auch noch kritisch anmerken möchte, braucht man einen Doktor in Altarabisch. So. Gut, dann will ich noch zuerst etwas sagen, und zwar bezüglich Atheismus. Ein Atheist kann auch bescheuert sein. Er hat sich nicht also die Allwissenheit gepachtet, nur weil er nicht an Gott glaubt. Darum will ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, die ich diese Woche erlebt habe mit einem auf YouTube. Eigentlich ging es nicht um jetzt Religion und Atheismus etc., aber eine Aussage von ihm hat mir gezeigt, dass Atheisten auch richtig, richtig bescheuert sein können und keine Kritik vertragen vor allem. Das Video handelte um ein Videospiel, World of Warcraft, und er hat eine technische Sache dargestellt und ich habe halt gesagt, warum das Video nicht okay ist so, und seine Aussagen im Video so nicht stimmen können. Dann habe ich das dargelegt, alle Argumente gebracht und er versuchte natürlich das gleich direkt im Keim ersticken. Mit dem einfachen Mittel löschen des Kommentars, dass also niemand sehen kann und sein fehlendes Argument, wieso meine Argumente nicht stimmen. Und die Kritik hat also nicht gefunkt bei ihm, weil er wirklich einfach nicht lesen wollte, alle Punkte. Ich habe viele Punkte hinzugefügt und das hat mir dann gezeigt, dass auch ein Atheist einfach wirklich bescheuert sein kann und keine Kritik verträgt etc. Er ging dann so in Rage, dass er seine eigenen Kommentare löschte, weil er gemerkt hatte, dass nichts stimmt. Nur zu seinem Unglück habe ich alles gescreenshottet, also eine Aufnahme von allen Kommentaren gemacht und ihm später wieder gezeigt und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ja. Und genau, aber wo du das gerade sagst, es ist ja auch umgekehrt richtig. Es gibt ja durchaus auch Muslime, die absolut ehrlich sind, die absolut offen sind. Auch gestern, das muss ich jetzt ganz hoch anerkennen, die haben gesagt, jawohl, sie verurteilen Muslime, die Frauen durch Steinigen töten. Das heißt also, das ist schon ein riesiger Schritt für einen Muslim, so etwas zu tun, dass er anerkennt, dass bestimmte Gesetze sich ändern und dass bestimmte Sachen nicht immer so stimmen, wie sie in den Hadith stehen. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und genauso gibt es auch Muslime, die ehrlich sind, die offen ihre Meinung sagen und die dazu stehen und so. Das sind ja nicht alle nur Bescheuerten, alle nur solche, wie sagt man denn, Feiglinge, die sich nicht trauen, mal offen etwas zu sagen und so weiter. Das ist nicht bei allen so, durchaus nicht.
Genau, und ich will jetzt direkt zu den News, weil ich habe viel Text zu den News geschrieben und ich will da durchkommen. Ah, da war jemand fleißig. Ja, ich habe mich sehr aufgeregt über die News und da musste ich das Zeug niederschreiben, damit ich gewisse Punkte auf jeden Fall nicht vergesse. Gleich mal schnell hier den Screen wechseln, Momentchen. Dann sage ich kurz meine neueste Geschichte, dass ich mich jetzt ganz sicher fühle. Ich habe die Alarmanlage abgeschaltet, ich habe alles weggetan, ich habe keine Waffen mehr im Hause, ich habe die Nachbarschaftswache, bin ich ausgetreten, brauche ich alles nicht mehr. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe zwei pakistanische Flaggen und eine Daesh-Flagge vors Haus gepflanzt. Seitdem stehen da draußen ganz viele Autos vom Bundesnachrichtendienst, vom Militär, weiß ich was, Schutz von der Polizei. Ich bin so sicher wie noch nie zuvor. Das freut mich für dich, wirklich. Ganz toll. Okay, also, wir haben zwei Unterthemen und zwei kleinere Zusatzgeschichten. Das erste Unterthema, lasst uns mal Ferien machen. Der erste Artikel von der Seite islam.de, also gar nicht unvoreingenommen, ganz offen und so. Halal-Tourismus, Schatz, los gehen wir in die Ferien, wo wir getrennte Geschlechter bevorzugen und garantiert keine Bikinis sehen. Wozu das Ganze? Nachdem freizügige Menschen in diesen Regionen Geld eingebracht haben, die Finanzen dadurch gesichert sind, dann endlich kann man Geschlechtstrennung forcieren. Ich meine, was soll das? Also der Artikel ist sehr kurz, er beschreibt einfach, dass Muslime jetzt ein bisschen in diese Gegend vom Emirat reisen können sollen und ihren Islam auch dort ausleben können. Sprich wirklich die getrennte Geschlechterrolle mit separierten Öffnungszeiten zu gewissen Anlässen und an den Stränden etc. Das war es eigentlich mal für diesen Artikel. Und dann haben wir den zweiten Artikel, Momentchen. Nee, das ist ja damals, in der DDR durften die Leute ja auch nur an den Plattensee nach Ungarn. Ja, genau. Das ist so eine Verbindung. Bleibt halt alles unter sich. Der zweite Artikel. Früher war es der Klassenfeind und heute ist es das andere Geschlecht. Wie sagt man, es könnte einem ja was ins Auge fliegen, wa? Wäre tragisch. Dschihadismus-Tourismus oder Dschihad-Tourismus. Schatz, hast du die AK-47 schon verpackt? Ja, Bundesinnenminister Thomas de Maizière, das ist ein Artikel, der mich wirklich aufgeregt hat von diesem, ja, also das sind meine Worte, niemandem sonstige. Bundesminister Thomas de Maizière ist ein verfluchtes Arschloch. Wenn die Menschen halt ihre Wut und ihre krankhaften Fantasien über Mord und Totschlag haben, sollen sie doch in eine Region auswandern, die sowieso davon geprägt ist. Darüber lasse ich gern mit mir streiten, ob man ihnen die Ausreise erschweren soll oder nicht. Was aber gar nicht geht, das wird in diesem Artikel eben auch erwähnt, was aber gar nicht geht, ist ein Gesetz auf die Beine zu stellen mit gesonderten Staatsbürgerschaften, wie zum Beispiel einen separaten Personalausweis, den die Person klar und ersichtlich als gefährlich brandmarken soll. Und bei Doppelbürgern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden soll. Weil ich bin mir garantiert sicher, dieses Gesetz wird so allgemein gehalten werden, dass man allerlei Menschen in diese Kategorie reinstecken kann, welche der Regierung halt nicht passen. Zum Beispiel Pädophile, die leider Gottes sozusagen nichts können für ihre Neigung, solange sie halt den Kindern nichts tun, muss man es irgendwo durch akzeptieren. Linksradikale wird von der Regierung ja nicht gerne gesehen. Und Sinti und Roma, da kann man bestimmt auch etwas machen. Und natürlich die Obdachlosen, die sind auch nicht gerne gesehen, weil sie Steuern nicht wirklich einbringen. Und was kommt als nächstes? Fefe aus seinem Blog, blog.fefe.de, hat einen Vorschlag gemacht. Dann könnte man diesen Salafisten zum Beispiel, die als gefährlich gebrandmarkt werden, auch einen schönen gelben Halbmond auf die Kleider aufzwingen. Spätestens dann sollte jedem klar sein, dass so ein Gesetz schon mal schlimme Folgen hatte. Eine Schande für ganz Deutschland,
solche Menschen in obersten Regierungsebenen zu Ämtern, Amtsträgern zu machen, nichts aus der Geschichte haben die gelernt. Was denkst du dazu, zu was ich vor allem gesagt habe und allgemein zu diesem Vorschlag, separierten Personalausweis, Staatsbürgerschaft entziehen etc.? Ja, halte ich gern. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, der nächste Schritt ist dann was? Frontale Lobotomie oder sowas. Das ist doch. Ja, genau. Meine Güte. Ich meine, das geht ja mittlerweile in Gedanken, das ist ja, im Englischen heißt das Thought Crime. Das heißt also, bei den Christen genau. Ist es ja so, Jesus sagt ja, wer überhaupt an irgendetwas denkt, ist ja schon schuldig. Und genauso ist es hier jetzt auch, sobald einer auch nur denkt an den Islam oder an irgendeinen Gott, ist er schon schuldig. Das ist so primitiv. Nächstes Thema, komm, das hat keinen Sinn, ehrlich, das ist Blödsinn. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist so scheiße, das ist sowas Idiotisches, das gibt's überhaupt nicht. Jetzt das blöde Google-Moment. Willkommen auf der wahren Welt. Wo habe ich das Drecksfenster wieder? Die neue Google-Erfahrung. Lerne mehr. Das hat auch Wellen geschlagen, das nächste. Das gibt's ja gar nicht. Satire und Meinungsfreiheit, ja, aber nicht, wenn es gegen den Islam geht. Genau. Man kann über die nur denken, was man will. Jedenfalls will ich zuerst mal meinen Mist loswerden. Dieter nur betreibt blöde, dumme Hetze. Das findet er, er hat Tocca. Ein armes Würstchen, meiner Meinung nach, das über die Religionsfreiheit versucht, die Opferrolle anzunehmen und die Meinungs- und Satirefreiheit zu untergraben. Mit so wirklich beschenkten Aussagen wie, wenn sich jemand über den Islam lustig macht, habe ich nichts dagegen. Mit anderen Worten, er entscheidet halt, was lustig und was Satire ist. Doch Satire ist hauptsächlich dazu da, um Missstände jeglicher Art auf diskriminierende Art zu beschreiben. Darum geht es ja, die Missstände auszumerzen und aufzuzeigen, um sie zu beseitigen. Man muss Dieter nur nicht lustig finden. Doch im verlinkten Video im Artikel, worüber Tocca sich empört, erwähnt nur Koran und die Zustände in einigen Ländern, wo die Scharia herrscht. Diese Taktik von Tocca kennt man zu gut. Ich habe selber schon mal erwähnt, wie bescheuert es ist, denjenigen an den Pranger zu stellen, zu versuchen, der zum Beispiel über Ungerechtigkeit spricht, anstatt dass man die Ungerechtigkeit selber verurteilt. Einfach nur bescheuert. Hast du da kurze Worte oder soll ich gleich weiter? Ah, ich war jetzt gerade auf dem Weg. Ich wollte gerade gucken, ob irgendwelche Kommentare sind. Bei Q&A haben wir hier nicht. Nein, da habe ich auch nichts. Also ich finde das, entweder wir haben Meinungsfreiheit oder nicht, dass da überhaupt jemand drüber redet oder dass da überhaupt jemand drauf reagiert. Dass da überhaupt ein Staatsanwalt so etwas annimmt, finde ich alleine schon bedenklich. Da sollte jeder sofort abwinken und sagen, was soll das Ganze? Das ist absoluter Quatsch, hier ja jetzt zu sagen, wenn ich einen Witz über den Islam mache, Islam hat eine Sonderrolle. Jeder darf denken, was er will, nur nicht über den Islam. Und da jetzt etwas Besonderes draus zu machen, das ist, vor allen Dingen ist das ein Bekenntnis der Ohnmacht. Das heißt also, der Islam hat nichts zu bieten, also muss man es über die Gesetze machen. Gut, nein, ich bin dafür, dass er die Möglichkeit hat, zum sich beschweren etc., aber eben, da muss die Staatsanwalt schon vornherein feststellen und eruieren, was jetzt wichtiger ist, dass einer mit seinen persönlichen Gefühlen hier angetanzt kommt, dass er verletzt wurde in seiner Religion oder halt eben die Meinungsfreiheit, wofür eigentlich sehr viele Menschen in Europa und Nordamerika etc. gestorben sind, ganz einfach. Sehr viele Menschen, zu viele. Und der zweite Artikel ist im gleichen Bereich. Und zwar gab es in der Schweiz diesen Mario Schmidt. Mein Text dazu. Ein SVP-Politiker, fragt mich nicht, mit was die SVP in Deutschland zu vergleichen wäre, findet den Islam zum Kotzen und die Religion sollte endlich ausgerottet werden. Nun kann man sehr geteilter Meinung sein über diese Aussage, doch kann man ihm es verdenken, wenn er Bilder und Videos von enthauptenden Menschen sieht, die im Namen der Religion
passiert sind. Und auch hier kennt man doch die ewig gleichen langweiligen Sprüchen aller, das hat nichts mit dem Islam zu tun, etc. So will ich gerne aufzeigen, dass diese IS-Typen nur deren Vorbild dem Propheten Mohammed folgen. Hier ein Auszug aus der Prophetenbiografie von Gernot Rotter, aus der arabischen Biografie, geschrieben von Ibn Hisham, übersetzt von 1991 vom Goldmann Verlag, Seite 177. Nur damit sich keine falschen Vorstellungen eröffnen. Schließlich mussten die Quraysha sich ergeben. Und der Prophet ließ sich im Gehöft der Bint Harith, eine Frau von Stamm Nadschar, einsperren. Sodann begab er sich zum Markt von Medina, dort, wo heute noch der Markt ist, und befahl, einige Gräber auszuheben. Als dies geschehen war, wurden die Quraysha geholt und Gruppe um Gruppe in den Gräben enthauptet. Darunter befanden sich auch der Feind Gottes, Huyach ibn Achtab und das Stammesoberhaupt Kaab ibn Asad. Insgesamt waren es 600 oder 700 Männer. Einige behaupten sogar, es seien zwischen 800 und 900 gewesen. Zurück zum Artikel. Und der eigentlichen Tragik des Ganzen. Das Stadtparlament musste sich natürlich distanzieren und verurteilte solche Äußerungen auch. Nun, meine Frage wäre dann, wieso die Gewalttiraden in religiösen Schriften und das Propagieren davon geduldet wird. Ich meine, trotz der Aussage des Stadtparlaments, dass die Meinungsfreiheit hochzuhalten ist, sie mit solchen Statements angetanzt kommen. Diese findet doch jedoch ihre Grenzen, wo andere Personen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Wertehaltung oder ihrer Religion diskreditiert werden. Ich meine, es geht doch geht es noch unwissender und unverhältnismäßiger. Morden, Totschlag, Krieg und Verbrechen, Hass und Sklaverei sind nur dann okay, wenn sie in den anerkannten religiösen Schriften vorhanden sind. Und wenn man diese anprangert, sollte man gefälligst den Kontext kennen, bla 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 und so weiter. Kennen wir. Ich habe noch ein kurzes Stückchen. Meinungsfreiheit gehört nicht da auf, wo religiöse Gefühle verletzt werden könnten. Denn wie es sich zeigt, kann Gewalt mit religiösen Gefühlen verteidigt werden, was einfach nur noch krank ist und genau die umgekehrte Wertvorstellung einer demokratischen Grundordnung darstellt und der Trennung von Glaube und Regierung entgegenspricht. Wenn ich mir die religiösen Schriften quasi erzählen lassen soll, dass ich als Ungläubiger gar nicht leben dürfte oder nur in reiner Sklaverei, aber dies nicht anprangern darf, als krank, barbarisch, rückständig, mit den Worten dieser Barbarerei sollte ausgerottet werden. Dann läuft etwas gewaltig schief. Ja. Hast du noch auch ein bisschen einen Senf dazu zu geben? Oder hast du... Nicht. Guck mal, aber eigentlich ist es ja die Schuld der Muslime, okay? Wenn ich mir überlege, warum gehen die nicht hin und sagen, jawohl, die Jungs, also Daesh jetzt, die bauen Scheiße, okay? Warum gehen die nicht einfach hin und sagen, wir alle verurteilen das? Warum gehen jetzt einige hin und sagen, ja, vielleicht muss man es ja nicht ganz so sehen und ganz so, jawohl, da ist zwar was, aber Mohammed hat das nie gemacht. Warum sind die nicht mal ein bisschen ehrlich? Warum stehen die nicht dazu und sagen, ja, aber heute sind wir weiter? Warum können die diesen Schritt nicht machen und sagen, jawohl, es ist in den Schriften aus dem 7., 8., 9., 10. Jahrhundert sehr viel Barbarisches, sehr viele barbarische Rituale und Gepflogenheiten sind dort beschrieben. Aber 1000 Jahre später machen wir das so nicht mehr. Und deswegen sind wir dagegen. Aber die tun es nicht. Die versuchen ganz im Gegenteil, das auch noch zu verteidigen und dann versuchen sie auch noch irgendwelche Gründe zu finden, warum das so richtig sein könnte. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt in einem Video aufgezeigt, wo ich gesagt habe, wenn zum Beispiel der Dr. Sam Harris und der Bill Maher, wenn die öffentlich im amerikanischen Fernsehen einen Koran verbrennen würden, vor laufender Kamera, wären die ihres Lebens nicht mehr froh. Das gäbe so viele Proteste, die Muslime würden so aufschreien, die beiden könnten nirgendwo mehr hingehen. Es würden Tausende von Muslimen würden auf die Straße gehen und protestieren, dass Bill Maher erlaubt wird, im amerikanischen Fernsehen einen Koran zu verbrennen.
Was ist die Reaktion, wenn Das ein... kennen wir ja von Salman Rushdie und dann den dänischen Genau, Karikaturisten. genau das ist es. Genau das ist es. Da reicht ein Teddybär, der Mohammed heißt, damit die Leute auf die Straße gehen. So, was passiert jetzt, wenn Muslims andere enthaupten, foltern, kreuzigen und was ich was, die kriegen einen bösen Brief. Gut, kann ich zum nächsten Artikel, weil das ist auch eine kleine Verbindung daran. Anstatt da mal richtig reinzuhauen und zu sagen, sie bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Blödsinn. Mehr kann ich da irgendwas. Eben darum habe ich den Artikel von der Diskussion. Hörst du mich noch schon, oder? Ja, ich höre das schon, nur ich habe das Mikrofon, gut. Ich kann hier, okay, ist egal. Dann hörst du einfach zu und gehst. Gut, der nächste Artikel. Moment, schnell umswitchen. Ja, der hat mich auch, also das war ein alles Aufregerartikel für mich, die ich mit dir mehr oder weniger gewählt habe. Christiane Backer, die Islamexpertin, weil sie von der MTV-Kultur zum Islam gewechselt hat. Also das ist so ihr Ding, ihr Aufreise, dass sie von einer MTV-Generation zum Islam gewechselt ist, etc. Ich muss und ich will hauptsächlich Kritik an Christiane anbringen. Aus eigentlich einfachen Gründen, aber vor allem wegen ihrer infantilen Art von alle anderen außer mir als Konvertitin haben den Islam nicht verstanden. Ganz besonders der IS nicht. Das ist nicht Islam. Und so zieht sie viele Argumente aus dem Brief der 120 Gelehrten an den IS-Anführer al-Baghdadi. Ich will dann damit ihr später, also jetzt gleich über den Brief reden. Jedenfalls habe ich zum Brief, das werde ich dann später auch verlinken, alle Punkte im Brief angeschaut und nachgesehen, wie sehr kann das stimmen. Und die habe ich dann in einem YouTube-Video, wo das die ganze Diskussion vorhanden ist, alle gegenargumentiert und aufgezeigt, was stimmt in diesem Brief, kann man das so gelten lassen, diesen jenen Punkt etc. Und es war einfach für mich selber, ich dachte, es gäbe mehr Punkte, denen ich zustimmen kann, denen ich sagen kann, ja, das stimmt, das ist so etc. Aber es gab praktisch ein, zwei von was sind es, 22 Punkten, die ich nicht jetzt so widerlegen konnte. Alle anderen waren ohne größere Schwierigkeiten zu widerlegen. Und ich will eigentlich mehr über den Brief reden, weil sie hat wirklich die ganze Zeit in der Diskussion den Argument aus dem Brief herangezogen und das versucht so, den Islam schön zu reden. Es ist eine Sache, den Islam schön zu reden und nur die schönen Dinge für sich selber herauszupicken und das andere wenigstens nicht zu erwähnen, die üblen Stellen aus dem Koran, aus den Hadithen, aus der Siras oder aus der Biografie von Mohammed. Aber es ist eine andere Sache, etwas zu bewerben, das einfach nicht stimmt. Und da sehe ich für die Muslime dann eine größere Gefahr, dass Leute das nachlesen und erkennen, Moment, diese Frau hat gelogen. Wieso sind Muslime so? Also sie macht den ganzen Ruf der Muslime nur noch schlimmer. Genau, das ist der Punkt, ja. Und mit dir will ich jetzt einfach ein bisschen über den Brief reden. Also du hast du den Brief ja auch ein bisschen analysiert, oder? Ja, nehme ich mal an. Ja, ich war da schockiert drüber, dass da so viel, da wird ja gelogen und betrogen wie sonst was. Die lügen sich in die eigene Tasche. Das ist ja genau mein Punkt. Warum sagen sie nicht ganz klar, jawohl, das steht da und genau das, was Mohammed gemacht hat, macht auch dieser Baghdadi. So, Punkt. Aber wir sind ja besser als unser Gott von früher. Aber das machen sie nicht. Nein, sie gehen hin und sagen, Baghdadi darf das nicht, der hat ja nicht die richtige Ausbildung. Und der ist ja nicht so richtig der Firm in dem ganzen Islam und den ganzen Jurisprudenzfragen, der ist ja nicht so firm. Und ach, es ist peinlich. Es ist einfach nur peinlich, was da, wie die sich in die eigene Tasche lügen. Das ist furchtbar. Also nur damit die Leute das sehen. Also ich habe nicht einfach irgendwas kopiert und gemacht, sondern mir effektiv Gedanken zu diesem ganzen Brief und zu dieser Diskussionsrunde gemacht und hier sieht man alle meine Argumente, also ich habe mir da vielleicht schauen wir nur ein, zwei kurze Punkte aus dem Brief an.
spielt eigentlich keine Rolle, welchen Punkt man wählt, weil man kommt da auf keinen grünen Zweig. Es gibt da drei Sequenzen. Das heißt also, im ersten geht es ja darum, dass der Typ unfähig ist, also kein richtiger Muslim ist. Dann im zweiten steht es ja drin, okay, einige Sachen darf man machen, aber nicht alles. Und im dritten heißt es dann, so wie es gemacht wird, ist es falsch. So, das heißt also, du kannst hier irgendeins rauspicken. Also machen wir so, Stop Spamming. Sag mir einfach eine Nummer, also eine Zahl zwischen 1 und 24. Nimm die 9. 9, okay. Gucken wir uns die 9 einmal an. Hier vergrößern, damit das jeder auch sehr gut sieht. Nummer 9. Es ist im Islam verboten, die Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben offenkundig den Unglauben kundgetan. Nein. Wenn einer von der IS den anderen als Ungläubigen sieht, deklariert er aus seiner Sicht ihn zum Nichtmuslimen. Er darf ihn, wenn er nicht zwangskonvertiert wird, darf er ihn umbringen. Wenn er sich dann hinterher bereit erklärt, als Dibi zu leben, dann kann er ihn besteuern und muss dann als Mensch zweiter Klasse unter dem Muslim leben. So ist es im Islam, so ist das geregelt. Aber so eine Aussage ist absolut idiotisch. Ja, vor allem, wenn man sich die Geschichte vom ganzen Arabertum und der Entwicklung Hand in Hand mit dem Islam ansieht, dann haben sich Muslime immer schon gegenseitig als Muslime zwar bezeichnet, und hintenrum aber als Nicht-Muslime und haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Man muss doch nur mal gucken, wie sind denn die ersten Kalifen, wie sind die denn gestorben? Sind die alle im Bettchen und friedlich? Nein, sind ermordet. Also eine oder zwei waren schon im Bett, aber die sind nicht friedlich gestorben. Ja, eben, das ist es ja. Ja, und vielleicht noch ein anderer Punkt, den will ich. Ich sage mal, keine Ahnung. Frauen und die Rechte, das ist mein Lieblingsthema. Ja, das wollte ich genau gleich einfach sagen, 14. Da hat Gott uns die Gedanken verbunden. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren. Auch hier, ja, ich meine, wer bestimmt die Rechte? In erster Linie sollte es eigentlich der Koran, aber dann heißt es im Koran, der Mann bestimmt über die Frau, weil der Mann die Macht dazu bekommen hat. Also, ja, es ist einfach nur... Die hatten auch gestern auf dem Tisch so ein Büchelchen. Die Rechte der Frau im Islam. Und dann erzählen die einem, die Frau hatte vor dem Islam überhaupt keine Rechte. Das ist absolut gelogen. Ich habe mal da reingeguckt, ich habe das mal irgendwo aufgearbeitet und habe mal geguckt, was für Rechte die tatsächlich hatten. Und dann habe ich mal einfach gefragt, wie kommt es denn dann, dass eine Khadija zum Beispiel eine höhere Stellung hatte als Mohammed? Wie kommt es denn? Glaubst du, Islam muss einer Kleopatra Rechte geben? Sag mal, seid ihr eigentlich völlig bescheuert oder was? Die das ist gut, dass du Kleopatra erwähnst. Da will ich kurz ein bisschen eigentlich aus den Erkenntnissen von auf dem alten Ägypten erzählen. Im alten Ägypten, das war also gute 2000 bis 3000 Jahre zuvor, vor Mohammed, da waren die Frauen gleichberechtigt. Die Frauen hatten die gleichen Rechte, außer jetzt in Königsangelegenheiten. Da war der Mann halt durch die Götter ein bisschen höher gestellt. Aber wenn der König gestorben ist, war dann die Frau die nächste Regierende, ganz einfach. Und die Frauen hatten die gleichen Rechte, also sie konnten etwas besitzen, sie lebten nicht wirklich in Polygamie. Von Sklaverei ist nur selten eigentlich die Rede, auch von Sexsklavinnen etc. Also so Haremsgeschichten findet man, hat man nicht wirklich gefunden. Da frage ich mich, wieso Muslime so ein Mist erzählen, von wegen der Status der Frau ist höher gestellt. Es kann sein, dass andere Regionen noch schlimmer waren, aber im alten Ägypten zum Beispiel war das nicht der Fall. Ja, da kommt ja immer dieses Argument, dass ja die Frau in England zum Beispiel überhaupt keine Rechte hatte und alles dem Mann zugeschlagen wurde. Es stimmt ja, bis die Suffragetten kamen und das alles umgedreht haben. Ja, natürlich ist das richtig. Es gab eine Zeit auch in Europa, als Frauen keine Rechte hatten. Aber zu sagen, der Islam kam jetzt in die arabische Halbinsel und hat den Frauen dort Rechte gegeben, ist absolut falsch. Vor allen Dingen verkennen die Leute, die wissen historisch nicht, dass es zum Beispiel in Jemen Matriarchen gab. Matriarchen sind Frauen,
Sippen, die wurden von freien Frauen geführt. Da hatten die Frauen die Rechte, nicht die Männer. Das vergessen die komplett. Das ist ja in Mesopotamien ähnlich, in gewissen Stämmen und Regionen. Also das ist genau ähnlich, ja. Gut, gehen wir schnell weiter zum nächsten Artikel. Der hat mich am meisten geärgert, dieser Drecksartikel. Aha, jetzt muss ich wieder einen Kaffee holen. Wieso trinkst du die so schnell, oder was? Nein, also ich fange an. Ich dachte, da kommt jetzt so ein richtiger 5-Minuten-Kahlschlag. Ich versuche so schnell wie möglich das zu lesen. Also. Nein, das ist wichtig. Hör mal, das ist. Wir reden hier über die Auswirkungen des Islam heutzutage im 21. Jahrhundert. Und das ist absolut wichtig, dazu sagen, was Sache ist. Das ist, dass man einerseits ehrlich sein muss und sagen muss, jawohl, Islam ist eine potenzielle Beeinflussung, aber es muss nicht jeder Muslim automatisch davon beeinflusst werden. So. Ja, dieser Artikel ist sehr kritisch gegenüber Kanada vor allem. Also dieser Artikel, mein Text, muss ich sagen. Dschihadist in Kanada. Ich möchte sehr gern diesen etwas leidigen Thema aufgreifen. Diese Woche hat einer in Kanada, in Ottawa, einen Anschlag durchgeführt. Natürlich ist es ein dschihadistischer Anschlag gewesen. Nun, woher weiß man das? Gar nicht. An diesem Tag, als ich auf die News gestoßen bin, war die Presse regelrecht überflutet mit der Meldung von diesem Typen. Ich hatte bis jetzt in diesen letzten 10 Wochen, seit wir die Sendung gestartet haben, keine einzige News, die wirklich so sehr die Pressewelt überflutet hat. Nur damit sich die Leute ein kleines Bild machen. Nur keiner wusste so genau, warum er dies getan hat. Aber es ist allen klar, es muss rein muslimischer Glauben gewesen sein, der ihn dazu getrieben hat. Wieso ist das so klar? Dank diesen fantastischen, einleuchtenden und überhaupt nicht allgemeinen Fakten. Und die Fakten wären, er ist konvertiert zum Islam. Er hatte Libyen besucht und ging auch schon mal in die Moschee. Mehr findet man eigentlich nicht wirklich heraus. Ich meine, die ganze Story stinkt so dermaßen hässlich zum Himmel. Nichts als Spekulationen und wilde Vermutungen auf solch lächerliche, spärliche Indizien gestützt. Und dann redet man auch ganz frei davon, er sei auch geisteskrank gewesen, obwohl ein Krankenhaus seinen Geisteszustand als gesund deklariert hat. Er stand wegen diesen Indizien auch unter Beobachtung. Und aufgrund dessen hat man ihm den Status hohes Reiserisiko verpasst und kurzerhand den Pass abgenommen. Und dann wundern sich die Leute, warum er das Parlament angegriffen hat. Ich bin der Überzeugung, er wollte halt wieder in islamischer Staatsgesellschaft sein. Doch das hat man ihm anhand Spekulationen verwehrt. Und was passiert, wenn man einen Menschen mit einer festen Ideologie so etwas wie eine Ausreise in eine Umgebung verwehrt, die er will? Ja, es kann passieren, dass dieser dann ausrastet und mal reinen Tisch machen möchte. Aus reinem Frust und Ärger und Wut. Und er ist nicht der erste Mensch, der das tut, aus Wut zu einer Regierung, völlig fern von Religion. Dieser Artikel verschweigt zum Glück einige Fakten bzw. das Fehlen von Fakten über den Täter nicht. Doch ist der Autor ganz klar darüber bemüht, es sich im Darm der NATO-Propagandaabteilung häuslich gemütlich zu machen. Mal ganz davon abgesehen, dass Kanada mit den US- und britischen Streitkräften kein Problem hatte, in den Irak einzumarschieren oder in Afghanistan alles zu bomben, was sie als Terror beschriften. Nicht nun jetzt rumzuheulen, es sei ein Anschlag von einem Dschihadisten in die Rede, ist einfach nur peinlich. Vor allem, da die ganzen Propaganda nur dazu dient, den Schnüffel- und Polizeistaat auszuweiten. Ganz nach dem Motto, um die Demokratie zu schützen, müssen wir sie töten. Dazu will ich einen Artikel von Glenn Greenwald verweisen, leider nur in Englisch. Ich werde dann diesen Artikel später noch verlinken. Moment. Was steht denn da ungefähr drin? Ja, der Glenn Greenwald analysiert halt, was die Menschen dazu treiben kann. Ich meine, wenn jetzt, wie gesagt, die ganze Gesellschaften bomben und das im Namen von der Demokratie etc. und sich dann empören, dass etwas zurückkommt von Gewalt,
ist einfach bescheuert. Und das hat auch Glenn Greenwald insgesamt klar dargelegt und ein bisschen analysiert mit seinem Partner da, den er der Artikel geschrieben hat. Jedenfalls will ich da kurz weiter. Mir ist es einfach ein Gräuel zu lesen, wie schockierend diese Anschläge doch sind, von Regierungen es zu hören, die keinen Scham haben, Drohnenmorde auszuführen, friedliche Familien in ihrer Heimat und Existenzen zu berauben, sich rechtsstaatlich zu nennen, sich den Stempel einer Demokratie aufzudrücken und trotzdem in einem 12 bis 14 Jahre langen Krieg zu beteiligen, von dem wir alle wissen, dass die Argumente zu Beginn schon sich völlig als völliger Humbug herausgestellt haben, bezüglich den Massenvernichtungs- und Gas etc. Waffen. Also ich prangere diese Propaganda stark an, ganz einfach. Denn im Grunde versucht man, die Menschen grundsätzlich zu täuschen und von den eigenen verbrecherischen Methoden abzulenken. Halt hauptsächlich, weil in dem Artikel von einem Anschlag auf die Demokratie etc. die Rede ist. Aber nirgends handfeste Beweise geliefert werden, warum die Person die Tat begangen hat. Propaganda durch NATO mag für viele gar nicht offensichtlich sein. Doch teilt sie die Menschen genau wie Islampropaganda in zwei Lager, ohne fundierte Hintergründe. Ich habe erst kürzlich den Film 300 Rise of an Empire gesehen. Und da wurde mir auch etwas klar, wie man versucht, der einfachen, breiten Bevölkerung eine Sichtweise aufzudrängen. Und zwar, der Hauptakteur im Film geht zu allen Stadtstaaten der Griechen und warnt, wenn man nichts tut, gefährdet man die gesamte Demokratie, als müssen alle Stadtstaaten sich gegen persischen Feind verbünden. Das Wort Demokratie wird hier sehr klar betont. So weit, so gut. Ist ja nicht so schlimm. Doch mir wurde ernstlich die Propaganda dahinter klar, als dann im Kampf, also im Film selber, im Kampf wortwörtlich, die Perser sich als Selbstmordbombenattentäter opferten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für dich auch so offensichtlich ist, aber Perser, Iraner und Demokratie, Stempel zwingt sich ja die USA als großer Demokrat heraus. Und nein, das ist kein Aluhut-Träger-Wahnvorstellung, sondern Realität in Zeiten des Krieges. Das muss man also sich in Relation sehen. Arte hat vor kurzem, also der Sender Arte hat vor gut einem Monat gezeigt, wie Hollywood die Propagandamaschine im Zweiten Weltkrieg aufheizte. Mit einer eindrücklichen Dokumentation, wie damals ablief. Da werde ich dann den Link auch in der Videobeschreibung einfügen. So, nun Stop Spamming, was hältst du von mir? Oder denkst du, ich sei verrückt oder kannst du das nachvollziehen, was ich sage? Also ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich dem nichts hinzufügen. Das ist, ja, das ist so. Gut, ich dachte, du willst da mir noch nein, Kritik anbringen, aber. Was soll ich da noch mehr sagen? Ich finde es schlimm, ja. Ja, das waren so die News von dieser Woche. Hat mich vieles aufgeregt und halt nur damit die Muslime das merken, das war eine Kritik an die westlichen Nationen. Ach, du liebes bisschen. Was denn jetzt? Da ist eine verkehrte Welt, ne? Okay, schließen wir das ab. Nein, das ist immer der Punkt, man muss das unterscheiden. Ich meine, jawohl, der Islam muss sich an seinen Anhängern messen lassen, aber es ist nicht automatisch jeder ein Botschafter seines Glaubens, absolut nicht. Genau, so wie nicht dieser Typ hier, der von Kanada, nicht der Botschafter meiner Demokratie ist. Das ist einfach nur ein Arschloch. Eben. Gut, wir haben das durchgebracht. Jetzt versuchen wir, was versuchen wir denn? And now for something completely different. Ja, das Thema natürlich, nicht zu vergessen. Wir haben ja da, als Start genommen von unserer Sendung die 5 Säulen, damit wir da ein bisschen den Islam generell umranden. Aber woher rühren die 5 Säulen? Und da gehen wir am Anfang hin zum Koran. Und damit wir den Koran auch nur annähernd verstehen, müssen wir die Technik dahinter verstehen, sprich die arabische Schrift. Also wir analysieren mal in der ersten Sendung zu der Serie der Koran die Schrift selber. Da hat es gebinkt. Wieso hat es da gebinkt? Was hat gebinkt? Ja. Bei mir nicht. Doch, du hast Effekte eingefügt. Wahrscheinlich willst du die Sounds benutzen. Egal.
Nein, ich habe das einfach nur gestartet, weil das normalerweise bei mir automatisch ist und jetzt plötzlich nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, hä, was denn jetzt passiert? Wieso hat der Google schon wieder bei mir rumgespielt? Gut, also der Koran. Zuerst will ich mal vom Michael Cook, sein Buch Der Koran, eine kurze Einführung vom Reklamverlag. Kapitel 3, Seite 86. Was man hier sieht, ist die mehr oder weniger eigentlich heutige Schrift aus dem ägyptischen Koran, nur in Schwarz. Das nur in Schwarz aus dem einfachen Grund, weil die diakritischen Punkte, das sind die Punktierungen, die man hier oben und unterhalb der Zeichen sieht, damit die Zeichen etwas anders ergeben, werden in der Regel, wenn es ein sauberer Koran ist, sozusagen in anderen Farben dargestellt. Das ist Sure 105. Was sie genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte vielleicht schnell, nur ganz kurz, das ist eine nicht allzu lange Sure. Der Elefant. Ich habe das ja mal aufgeführt, wo ich die Unterschiede gezeigt habe von der alten Kufi bzw. Hiyazi im 14. Jahrhundert und dann das heutige, wie man da leicht die Unterschiede... Ja, da habe ich noch ganz viele Grafiken. Das habe ich auch mal aufgearbeitet. Die Sure heißt auf Deutsch der Elefant. Das ist eine fünfte versige Sure, die kann man auf koransuren.de nachlesen. Mir geht es jetzt darum, einfach mal das Optische zu zeigen, was da ist und wieso das so ist. Elefant, oder warum ist das so lang? Oder ist das der Ja, das ist eine Erfindung aus späterer Zeit, ganz einfach, weil, wie gesagt, das ist die heutige Form von der arabischen Schrift, damit sie mehr oder weniger jeder, der Arabisch schreiben und lesen kann, versteht. Aus dem Jahr 1924. Dann weiter geht's. So sahen die frühen Korane aus. Das ist in kufischer Schrift, auch die gleichen Sure, auf zwei Seiten verteilt. Die Vorderseite ausgebleicht, die Hinterseite noch gut erhalten. Etwa aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Und hier das völlige Fehlen dieser Punkte. Also die Punkte, die man hier sieht, das sind einfach Verunreinigungen auf dem Papier. Das sind auch die zwei Stoßzähne. Ja, man kann es so deuten. Ich meine, das hat sich mehr oder weniger haben sich alle Schriften aus Arten der Hieroglyphen herausgestellt, nach heutigen Forschungen der allgemeinen Schriften und Sprachen etc. Dann die dritte Grafik von Michael Cook. Hier ein kleiner Vergleich. Oberste Zeile ist wieder ägyptisch 1924. Die mittlere Zeile ist marokkanisch aus dem Jahre 1969. Sieht zwar ähnlich aus, aber wenn man das genau vergleicht, weil man liest ja von rechts nach links Arabisch, sieht man, dass da nicht alle Buchstaben gleich sind. Also da hat man irgendwie andere Lesearten und Schreibweisen. Und unten noch ein bisschen älterer Koran, aber nicht so alt wie jetzt die kufische, schon mit der diakritischen Punktuation von einem sudanesischen Koran von 1881 oder 82. Also hier sieht man schon wirklich, dass der heutige Koran, das wird ja von vielen Muslimen immer so großkotzig propagiert, war schon immer so. Ja. Ich meine, du kennst das, also das hörst du ja nicht zum ersten Mal. Nur damit die Leute, die das zum ersten Mal hören, stimmt nicht so. Und hier nochmal die arabische Schrift, völliges Fehlen der diakritischen Punkte, schön dargestellt. Also hier sieht man das wirklich alles sauber. Ich sehe gerade, die Grafik stimmt hier nicht an der Seite, linken Seite. Merke ich es jetzt, dass da falsche Infos sind. Woher rühren die Anfänge von der neuen Schriftweise? Da gibt es ein gutes Buch, leider scheiß teuer, etwa um die 60, 70 Euro, Die dunklen Anfänge, von Karl-Heinz Ohlig und Gerd R. Puin. Da gibt es aber mehrere Autoren, die einzelne Kapitel für sich beanspruchen können, weil sie die Autoren sind. Ist in drei Sprachen, also etwa einem Fünftel konnte ich nicht verstehen, weil es Französisch war. Dann gibt es Deutsch und Englisch als zweite und dritte Sprache. Der Sergio Noja Noceda hat hier
etwas nachgeforscht, wer eigentlich für die Schrift, dass die moderne arabische Schrift mehr oder weniger Verantwortliche sind. Und er ist der Meinung, im Kapitel 8, Seite 281 dieses Buches, Muramir, Sohn des Marwan, hat die Form der Buchstaben bestimmt. Aslam, Sohn des Sidra, hat die Art, sie zu schreiben, bestimmt, sprich die Zusammensetzung oder die Separierung. Amir, Sohn des Gandhara, implementierte die diakritischen Punkte. Ich denke, dieser Amir wäre dann in unserem Fall der wichtigste, Entwickler der heutigen arabischen Schrift, weil ja, die diakritischen Punkte... Es weiß im Grunde genommen keiner, wer es war. Also da jetzt zu sagen, da war der Amir... Das behaupte ich auch nicht, dass es so ist, aber Serjo Noseda, wie man das genau ausspricht, schreibt besser gesagt, the information that the tradition gives regarding the speculations of the three personalities, namely that, also er stützt sich halt auf die Informationen, also er kann auch nicht beweisen, dass es so ist, aber halt Informationen aus islamischer Schriften, Hadithen etc. deuten auf diese Personen, warum auch immer. Eben. Dann weiter. Gut, was ist der Koran? Ich meine, das ist ein Buch. Heute beschreibt man den Koran als göttliches Buch, also das Wort Gottes insgesamt in einem Buch verfasst. Man versteht das als das ganze Buch, die Sura, das sind die Kapitel, also versteht man heute als Kapitel und Ayah sind die Verse. Wörtlich bedeutet Koran Vortrag, also hat eigentlich nichts mit dem Buch zu tun, sondern eigentlich einer, der vor Leuten zum Beispiel steht und einfach aus diesen Schriften, aus diesen Lehren vorträgt. Ob er jetzt vorliest oder aus dem Gedächtnis, es ist einfach der Vortrag. Dies wiederum kann auch bedeuten, dass mit Koran auch nur eine Sura gemeint sein kann. Das findet auch man, ich habe leider keine Zeit gehabt, es gibt ein, zwei Verse im Koran, die ganze Offenbarungen als Sura oder als Koran bezeichnen. Das ist also nicht eindeutig. Ähnliches sieht man auch mit der Sura, wie gesagt. Da die Herkunft aber noch nicht vollkommen geklärt ist, hat man das Problem des authentischen Ursprungs dieses Wortes. Also Sura ist sehr unerforscht, besser gesagt, man konnte es nicht forschen, weil es keine wirklichen Hinweise gibt, woher das wirklich kommt. Mit Ayah wird ein Zeichen oder ein Wunder eigentlich beschrieben. Somit ist Ayah nicht nur auf einen Vers eigentlich beschränkt, sondern bezieht sich auf etwas Offensichtliches und auch eine ganze Sura kann eine Ayah sein. Ganz offensichtlich wird das halt bei sehr kurzen Suren, die nur ein Vers überhaupt beinhalten. Weiter. Technisch, der Koran besteht aus heutigen 114 Kapiteln. Wobei halt die öffnende, also das erste Kapitel, mehr mit der Schahada zu tun hat. Vermutlich entstand sie halt im gleichen Zeitraum, als die Schahada entwickelt wurde. Da hat man so das im Koran implementiert. Wer das gemacht hat, wieso etc., findet man ziemlich überhaupt gar nichts darüber. Der Koran ist nicht chronologisch angeordnet. Ganz gleichgültig, was Leute erzählen, dass der Prophet so vom Himmel herabgesandt wurde in dieser Reihenfolge, das stimmt nicht. Das wissen auch islamische Gelehrte ganz genau und die Ernsthaften, die Ehrlichen werden das auch problemlos bestätigen. Es gibt halt nur die weniger Gebildeten, will ich die jetzt mal nennen, die das anders propagieren. Wer die Reihenfolge effektiv bestimmt hat, ist unbekannt. Nach islamischer Tradition hingegen kann man das dem Uthman ibn Affan, dem dritten Kalifen, eigentlich zusprechen. Als erste offenbarte Sure gilt eigentlich aber Sure 96, der Blutklumpen. Das ist so die Geschichte, wo der Engel Gabriel... Die erste Sure, also das erste Kapitel, was fertig war, war die Fatiha, aber die ersten Sätze war das mit dem Blutklumpen. Gut, das weiß ich jetzt nicht genau, welches völlig abgeschlossen wurde. Aber auf jeden Fall war das der erste Teil halt von der 96. Als genau. Erstes. Und, ja, richtig. Weil es macht ja auch keinen anderen Sinn, dass der Gabriel geschichtlich später auf den Mohammed zukam und das sagte. Obwohl er vorher schon das Ganze kannte. Macht ja so keinen Sinn.
Wieso die Reihenfolge geändert wurde, weiß man nicht. Wenige Überlieferungen versuchen, dies zu erklären, doch eine sinnvolle Rechtfertigung findet man eigentlich nicht wirklich. Es gibt ja auch verschiedene Anordnungen. In Sana'a ist die Reihenfolge anders. Ja, genau. Aber heute aus dem, eigentlich der ägyptische Koran ist ja der meist verbreitete und da ist er halt so angesehen. Weiter. Der Ursprung vieler Wörter im Koran sind völlig mysteriös und nicht genug erforscht. Viel Aufwind und viel Aufregung hat Christoph Luxemburger ausgelöst, nachdem er in seinem Werk die syro-aramäische Leseart des Korans nachgewiesen, dass die Bezeichnung Koran sehr wahrscheinlich vom syro-aramäischen Keryana herrührt. Auch sonstige Analysen, die von frühen islamischen Gelehrten durchgeführt wurden, konnten nicht gänzlich erläutert werden. Die sogenannten Tafsirs, also das sind die Erklärungen, also die technischen Erläuterungen zu Wörtern und Bezeichnungen, wurden teilweise nicht Wie? Die Exegesis. Oder Exegese, genau. Oder wie das heißt auf Deutsch. Exegese ist schon so, ja. Wurde teilweise nicht definiert und ihr Ursprung im Dunkeln gelassen. Christoph Luxemburger hingegen liefert nachvollziehbare Argumente und Erklärungen um diese dunklen Stellen. Sein Buch, das ist nur ein Pseudonym von ihm, das ist nicht sein richtiger Name, weil er sich halt verstecken muss. Er hat schon Androhungen bekommen von vielen Muslimen, weil er halt sagt, es könnte einen anderen Ursprung haben als Gott, eigentlich mehr oder weniger. Er sagt das nicht in diesen Worten, aber halt die schlussendliche Folgerung daraus besteht, dass halt nicht Gott dafür verantwortlich war, beziehungsweise nicht so, wie er heute dargestellt wird. Sein Buch ist wirklich sehr gut, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Leider ist es sehr schwierig zu verstehen, weil er halt ein Sprachforscher ist und wie so Sprachforscher sind, zeigen sie ihr Können mit allerlei komischen Wörtern, die kein Mensch zuvor vielleicht gehört hat, der nicht in diesem Gebiet versiert ist. Mit sprachlichen Floskeln. Genau, und da sieht man eigentlich aus seinem Buch einen Auszug, Kapitel 12 und Seite 181, habe ich ausgescannt. Ich meine, man muss schon den Satz schon lesen. Zum Verbum Aslama, syro-aramäisch Aslem, ist zunächst zu bemerken, dass es nach dessen syro-aramäischem transitiven Gebrauch an dieser Stelle a priori nicht als reflexiv aufzufassen ist, wie es Barrett und Bell zum Teil nach Tabari tun. Ich meine, zuerst muss man mal wissen, was transitiv bedeutet, was a priori heißt und reflexiv in einem so kurzen Statement. Ja, so ist es halt geschrieben, das ganze Buch. Ich verstehe selber nicht alles, aber vieles wird wirklich klar, was eigentlich gemeint ist. Der wichtige Punkt, den er macht, ist eigentlich, wenn du einen Satz nimmst aus dem Koran, und da macht er ja sehr viele Beispiele, dass er zum Beispiel mit Maria unterm Baum ganz klar darstellt, wie unsinnig dieser Satz ist im Koran, wenn man auf dem Altarabischen aufbaut. Wenn man aber jetzt das Aramäische dazu nimmt, weil er kann ja beide Sprachen, und wenn man dieses Wissen dann halt mit einbringt, dann macht das plötzlich Sinn, wenn man die Übersetzung dann etwas anpasst. Das heißt, wenn man ein bisschen flexibel ist, kriegt man da auch einen Sinn hin, der beim ursprünglichen, bei dem Original-Koran auf Altarabisch eben nicht gegeben ist. Und das macht er ja an sehr vielen Beispielen fest. Das ist ja einfach zu verstehen, dieser Teil zumindest. Viel wichtiger fand ich halt, dass er hier den Hinweis gibt, was Tabari dazu meint. Tabari ist ja so ein Gelehrter, bringt hierzu derlei Deutungen an. A. Übereinkommen einer Meinung sein. Beide, Abraham und sein Sohn, kamen überein. B. Sich dem göttlichen Willen unterwerfen. C. Der Sohn übergab sich Gott, während Abraham seinen Sohn Gott übergab. Alle drei Deutungen sprechen syro-aramäischen Aslem. Also er zeigt eigentlich nur auf, dass Tabari halt das, was bekannt ist, was die Bedeutung dieses Wortes ist, eigentlich nur aufzeigt, aber halt überhaupt keine Ahnung hat, woher das die Bedeutung kommt. Und im ganzen Kapitel wird eigentlich das Aslama analysiert von Christoph Luxemburger und auch dargelegt, warum das dann Sinn macht, diese Worte, die den Ursprung halt darlegt. Und wer hat jetzt gekotzt?
Gekotzt niemand. Vielleicht hörst du was. Dauernd übergeben. Nee, vielleicht hörst du, weil ich habe das Fenster offen, vielleicht versucht mein Mikrofon hier. Dass da jemand übergibt. Nee, niemand übergibt sich. So, ein Buch, das kritisch aufzufassen ist, aber trotzdem interessant insgesamt. Goodbye Mohammed, das neue Bild des Islams vom Books on Demand Verlag. Der Schreiber ist Norbert Pressburg, benutzt offensichtlich einen Künstlernamen. Es ist große Bedachtsamkeit gefordert, dieses Buch zu lesen. Aber nach reiflicher Überlegung bin ich der Meinung, dass Norbert Pressburg ein Ghostwriter, Editor und Übersetzer ist für Robert Spencers Books, Did Mohammed Exist, was aber nicht bedeuten mag, dass die dargelegten Argumente seien auch automatisch falsch. Ist einfach nur die Person dahinter muss kritisch bedacht werden und nicht einfach alles eins zu eins übernommen werden von ihm. Jedenfalls, die Schrift, besser gesagt, wie baut sich die Schrift im Arabischen auf? So zum Beispiel bei Islam Unterwerfung und Salam Frieden, die Verbindung in der Wortwurzel, dem Wortstamm SLM besteht, muss es nicht eine, wie soll ich sagen, mythologische Verbindung oder eine gedankliche Verbindung der Wörter haben. Hier aus seinem Buch ausgeführt, semitische Schriften bestanden nur aus Konsonanten, in der Aussprache setzte man Vokale nach Erfahrung. Aufs Deutsche übertragen könnte man also RST je nach Kontext lesen, als Rast, Rost, Rest, Rist, Erste und was es noch so alles für Möglichkeiten gibt. Was heißt Lebenslust? Lieben in eine Lust oder eher Leben in eine Last? Also das hast du schon angesprochen in den ersten drei oder vier Sendungen kurz. Der Wortstamm kann also alles bedeuten und eigentlich die diakritischen Punkte setzen so die Vokale und dann ergibt sich ein Wort. Der Koran am Anfang, wenn man nochmal zur kufischen Schrift zurückgeht, da musste man einfach wissen, was man vor sich hatte. Diese Schriften, diese handgeschriebenen Dokumente, die waren mehr eine Stütze für das, was man eigentlich schon wusste. Genau. Und was man eigentlich nicht kannte, konnte problemlos halt völlig falsch verstanden werden. Weil einfach, je nach Punkt, wo man ihn setzt, bedeutet er ein R oder ein Z. Und wenn in einem Wort, das vielleicht mit vier Vokalen oder so besteht, also sehr, sehr lange Worte, da überall die Punkte fehlen, dann kann man sich wirklich sehr verhunzen im ganzen Inhalt und das ist auch passiert, garantiert. Und da haben sich die Muslime dann gedacht, wir müssen das fixen, wir müssen das reparieren, weil die Leute müssen das lesen können. Wir brauchen einen moderneren Koran und dann hat man die diakritischen Punkte entwickelt. Und jetzt noch, Moment, habe ich die, ja, das ist die letzte Grafik, die ich jetzt dazu habe. Das ist ein sehr guter Film. Den habe ich auf Planet gesehen, Sender Planet. Der Koran, Inside the Koran heißt der Film auf Englisch und auf Deutsch einfach der Koran. Eine Dokumentation von Anthony Thomas und da spricht auch der Gerd Erpuin, der gleiche Typ, der im Buch Die Koran. Der ist Professor an der Uni Saarland. Das ist mir doch egal, für mich ist er trotzdem ein Typ. Ich anerkenne seine Autorität in diesem Bereich, aber ich anerkenne nicht seine Autorität ja, das in der ganzen Welt. Das ist alles. Jetzt. Okay, sorry. Nee, das Problem ist, im Film wird er nicht als Professor dargestellt, soweit ich mich erinnere, und auf dem Buchdeckel auch nicht, warum auch immer. Okay. Jedenfalls ist die DVD nur in Englisch erhältlich und einen Ausschnitt gibt es da und dann werde ich den Link auch unten anfügen. Worum es halt da geht, es wurden in Sana bei Bauarbeiten der Moschee, das war die größte Moschee in Sana, wurden Schriftrollen gefunden. Und diese Schriftrollen beinhalten halt den Koran, oder besser gesagt Auszüge davon, weil der ganze Koran in dieser Zeit, soweit ich das mitbekommen habe, ist das der älteste Koran aus dem 7. Jahrhundert, den man mehr oder weniger gefunden hat. Und da stimmt nur irgendwie, was war das, nur ein Viertel muss auf jeden Fall neu gedeutet werden, weil so viel
unterschiedliche Verse und unterschiedliche Hinweise von Gott sozusagen herabgesandt wurden. Also das sind ein Anzeichen davon, dass niemand den Koran in frühen Zeiten wirklich verstanden haben soll. Sehr interessanter Film, der Ausschnitt, wie gesagt, werde ich verlinken. Jo, Moment, jetzt muss ich schauen, was wir noch Wichtiges vergessen haben. Er hat drei wichtige Punkte gemacht. Der erste Punkt ist, dass die Koran-Kapitel nicht immer gleich angeordnet waren, dass die Koran-Sätze unterschiedlich waren, weil nämlich unter den Texten der einigen Sätze, die da gefunden waren, unten drunter andere Sätze waren, die andere Worte und ganz andere Inhalte hatten. Das heißt also, es wurden die alten ausradiert und dann mit neuen überschrieben. Das heißt also, der Koran war genauso einer Interpretation und einer Änderung ausgesetzt, wie ich das von anderen Schriften her kenne. Die dritte Aussage, die er gemacht hat, ist, dass die Inhalte des Koran selber, so wie er damals propagiert wurde, zu 20-25% völlig unverständlich sind. Das heißt also, was da geschrieben wird, was da teilweise steht, das sind jetzt nicht nur diese Einzelbuchstabensätze, sondern es sind ganze Sätze, die völlig unverständlich sind, die überhaupt keinen Sinn machen und die man da eigentlich wieder mit neuem Inhalt versehen müsste. Genau. Ich will jetzt nur noch. Nicht, also ich habe jetzt noch ein paar Auszüge aus Büchern, die ich vorlesen will. Moment. Weil ich es halt wichtig finde. Aus dem Buch von Hartmut Bobzin, Der Koran, eine Einführung. Verszählung in Surennamen. Auch Verse können von sehr unterschiedlicher Gestalt und Länge sein. Vers 282 aus Sure 2 nimmt eine gute Seite in der heutigen üblichen Standardausgabe ein. Dagegen beginnen mehrere Suren mit einem Vers, der nur noch aus einem Wort besteht, zum Beispiel 52, 53 und 55, oder gar nur aus einer Kombination von zwei Buchstaben, zum Beispiel 20, 36, 40, 46. Die islamische Überlieferung kennt verschiedene Verszählungssysteme. Heute ist die sogenannte kufische Verszählung am weitesten verbreitet. Sie ist nach der Stadt Kufa im Irak benannt, die in der Frühzeit des Islam nicht nur politisch bedeutsam, sondern zugleich auch Zentrum religiöser Gelehrsamkeit war. Dabei spielte die gewissenhafte Tradierung des Korans und der verschiedenen Koranwissenschaften eine herausragende Rolle. Alle Suren haben Namen, manche sogar mehr als einen. Diese Namen sind Stichworte, die in erster Linie als Hilfe für das Memorieren zu verstehen sind. Die überlieferten Surennamen zeigen verschiedene Möglichkeiten, zu einem gängigen Surennamen zu kommen. Häufig wird ein Stichwort aus dem Eingangsvers der Sure bzw. überhaupt ihr erstes Wort als Name verwendet, wie zum Beispiel Sure 48, der Sieg, Al-Fath, nach Vers 1. Also was ich damit sagen will, ist, die Namen der Suren waren nicht von Anfang an einfach bestehend, sondern das hat sich mehr und weniger auch entwickelt, wie alles im Islam, dass man halt mehr oder weniger das erste Wort gewählt hat. Dann habe ich, was halt sehr ein hilfreiches Buch, aber halt auch schon älter, ist die Geschichte, also Geschichte des Korans, Teil 1 und 2 von Theodor Noldeke, wobei das erste Buch von, wie heißt das, muss ich schnell nachschauen, Schwalli zum Vornamen, Friedrich Schwalli, überarbeitet worden, weil der Noldeke da mehr oder weniger schon, soweit ich mich erinnere, im Sterben lag oder schon gestorben ist. Was habe ich da notiert? Verfasser des Korans, aus Seite 27, die anderen vorottomanischen Ausgaben. Also da hat er Informationen gesammelt und da will ich kurz den ersten Teil auslesen. Aus der knappen Zeit von 20 Jahren, die zwischen dem Tode Mohammeds und der Rezession Ottomans liegen, sind uns außer der Blätter der Hafsa nicht weniger als 4 berühmte Sammlungen oder Ausgaben bekannt, für deren Entstehung niemand anders verantwortlich gemacht werden kann als die Personen, unter deren Namen sie gehen. Daneben sind vielleicht noch andere Ausgaben vorhanden gewesen,
die nicht zu größerem Ansehen gelangt und deshalb in der Überlieferung keine Spuren zurückließen. Als Bearbeiter jener vier berühmten Ausgabe werden genannt Ibai B. Kab, Abdallah B. Masud, Abu Musa Al-Anshari und Miqdad B. Aswad. Also das sind einfach die, wie jetzt der Schwali hier nennt, die bekannten Schreiben dieser frühen Versionen, vor Uthman mehr oder weniger. Ja. Und der zweite kleine Artikel, den ich lesen will, ist, der Schwali hat hier eine sehr gute Liste aufgeführt von dem Koran, vom ganzen Koran, wie viele Seiten eine Sure braucht, wie viele Verse in dieser Sure sind. Also werde ich auch ein Bild dazu verlinken, nur damit sich die Leute ein Bild machen können, dass ich nicht nach Länge eigentlich eingeteilt wurden, sondern relativ nur so ungefähr der Länge nach eingeteilt wurden. Wie diese Tabelle zeigt, das kann ich jetzt eben nicht aus. Moment, doch, das kann ich nur ganz kurz. Muss ich aber das laden. Wenn es denn laden tut. Ja, so sieht die Liste aus. Wenn man das sieht, ich hoffe, das sieht man. Ja, das sollte man sehen. Wie diese Tabelle zeigt, weichen die beiden Anordnungen so beträchtlich voneinander ab, dass eigentlich nur 6 Suren, nämlich Sure 3, 12, 21, 51, 80, 84, an ihrer richtigen Stelle stehen. Und man fragt sich verwundert, warum das Prinzip dessen konsequenter Anordnungen keinerlei Schwierigkeiten im Wege standen, so unvollkommen durchgeführt ist. Manche Ungenauigkeiten könnten davon herrühren, dass dem Redaktor viele Suren in Niederschriften von verschiedenen Plattformen und Duktus vorlagen und ihn so über das Wirkliche größenwertlich täuschten. Mit anderen Worten halt, das Optische, wie man es schreibt, täuscht ihn darüber hinweg, dass es nicht gleich lang ist an Anzahl Buchstaben etc. Indessen dürften sich gerade die stärksten und auffallendsten Verstöße gegen das Prinzip kaum hierdurch erklären lassen, so zum Beispiel nicht, warum die Suren 13, 14, 15, die eine Größe von 3,5 Seiten haben, zwischen solchen von 7 Seiten geraten sind. Warum Sure 8, 5 Seiten vor Sure 9, 10 Seiten oder Sure 32, 1,5 Seiten vor Sure 33, 5, 1 Achtel Seiten steht. Also er zeigt eigentlich nur auf, dass hier nicht so wirklich konsequent das Argument gelten kann, nach Länge würde das eingeteilt. Bin ich noch da? Hörst du mich? Bist du noch da? Nee. Weil es ist so still. Ja, was, du redest ja. Ja, mehr konnte ich eigentlich nicht finden und besser gesagt, ich hätte schon mehr finden können, aber das Problem war halt, dass uns die Zeit fehlt. Weil ja, wir haben jetzt ein paar Monate zu. Das kann man ganz einfach zusammenfassen. Wir wissen es nicht. Das heißt also, jeder, der behauptet, es ist ganz klar, das und das ist so und so passiert, der lügt. Das ist einfach nicht da. Das ganze zweite Kapitel war mal ein eigenständiges Buch. Dann gibt es in den Hadith wieder Aussagen, welche Kapitel, zum Beispiel eine, die heute noch 30 Zeilen hatte, die sollte mal 200 gehabt haben. Überall steht, es fehlt dieses, es fehlt jenes. Also es ist sehr viel im Unklaren, was die Ursprünge des Korans angeht. Ja, und dadurch, dass es nicht chronologisch ist, vor allem sehe ich eigentlich das größte Problem, weil dann weiß man nicht, welche Geschichte wirklich zuvor hinabgesandt wurde, wie die Muslime ja so schön sagen. Das sehe ich als größtes Problem. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie viele Themengebiete quer über den Koran verstreut sind, das ist ja Hanebüchen, das ist ja absoluter Blödsinn. Wie oft, es werden alleine im Koran 13 verschiedene Materialien genannt, aus denen der Mensch entstanden sein soll. Das ist idiotisch. Und dann gibt es dann auch widersprüchliche Aussagen. Dann heißt es mal, Jesus oder Adam oder wer immer sind aus Staub entstanden, aber Jesus ja nicht. Also kann es eigentlich nur Adam sein, obwohl es im Koran nicht klar ist. Also es ist alles,
selbst ein Muss, es gibt keinen Muslim, der genau weiß, wie viele Sätze tatsächlich im Koran sind. Ist also diese Zahl, diese magische Zahl, 6325, das ist einfach nur irgendwann mal propagiert worden und dann haben sich alle darauf geeinigt, fertig. Aber das Nachvollziehen, genauso diese ganzen Behauptungen, dass das Wort Tag 365 Mal dasteht, ist absoluter Quatsch. Diese ganzen Statistiken sind alle Blödsinn. Na gut, also wen haben wir das zu verdanken? Du weißt ja, wen ich damit meine. Das ist älter schon. Das ist zwar unter dem Bukhayismus dann wieder hochgekommen, aber diese ganzen... Nee, also den Mist vom Zahlenmythik hat Harun Yahya effektiv wirklich gepusht und ganze Bücherregale damit mit dem Mist gefüllt. Nee, das ist vorher entstanden. Das ist schon im 12. Jahrhundert entstanden, diese ganze Mystik darum. Das ist ja dann. Na gut, Zahlenmystik ist nicht neu, das ist schon klar, aber jetzt. Der erste Computermensch, der das dann da durchgeschickt hat, aus Arizona, jetzt komme ich nicht auf den Namen, jetzt habe ich gerade eine Blockade. Okay, der hat auf jeden Fall dieses 19-Wunder erfunden und hat den Koran, hat sich dann selber als Prophet da noch mit reingeschrieben. Also das ist, was da alles passiert ist mit dem Koran, dass da irgendjemand sich noch traut, da irgendeine Aussage zu machen, das wundert mich. Das ist ja, aber wer hat heute die Macht dazu? Ich meine, Harun Yahya, der hat einen Satellitensender, der nonstop da über Islam redet und es gibt unzählige Seiten, die halt augenscheinlich nicht unter seinem Namen läuft, aber wenn man danach forscht, laufen alle gleichen Seiten über seinen Namen im Endeffekt. Also genauso dieser andere Knallkopf, der Zaki Naik, der macht ja auch so einen Scheiß. Das ist ja, gut, aber es gibt ja viele Muslime, die mittlerweile sagen, nein, das ist Blödsinn, da gehen wir jetzt nicht mehr mit. Die haben das kapiert. Aber es gibt eben sehr viele und vor allem die Jungen heutzutage, die gehen da voll wieder mit rein. Ich habe gestern auch wieder gehört von die waren, wie alt waren die? 11, 12 Jahre. Da fingen die auch an. Dr. Moore. Meine Güte, einen blassen Schimmer und kriegen aber diesen Namen eingetrichtert. Der größte Wissenschaftler, der die Welt je gesehen hat, der hat so viele Nobelpreise wie sonst kein anderer Wissenschaftler auf dieser Welt. Das Thema will ich eine eigene Sendung machen dem Koran. Aber das spielt hier mit dem Koran mit rein. Das heißt also, wir können nicht mit Sicherheit sagen, wann der Koran entstanden ist, wie der Koran entstanden ist. Es gibt auch Muslime. Ich habe ja mal gesagt, es gibt drei verschiedene Anschauungsmöglichkeiten. Entweder man nimmt die traditionelle, dass halt das Engelchen da in der Höhle vorbeikam, oder dass man wie Koranisten das machen, dass sie sagen, wir wissen es nicht. Oder man nimmt halt jetzt die historische Variante und sagt, okay, das kommt alles aus dem 7., vom guten Malik, der das alles aus der Expansion des Islam herausgebaut hat. So, diese drei Möglichkeiten gibt es, andere sehe ich nicht. Wessen man sich jetzt annimmt oder wo man sagt, okay, da gibt es mehr Beweise, das ist jetzt Interpretations- und Ansichtssache. Ich will drei Bücher bewerben, und zwar Goldzieher mit seinen mohammedanischen Studien. Ist ein sehr fettes Buch und halt alt, nicht alt, Deutsch, aber mit dem Deutschen. Sagen, nicht die Leute vertreiben? Man versteht es, wer Deutsch kann, versteht das schon. Das ist kein Thema. Es ist mehr die Dicke des Buches, die einen abschrecken kann. Und zwar 700 Seiten, vollgepackt mit allerlei Informationen. Dann die Bücher von Theodor Nöldelke mit seinen auch zwar 600 Seiten fast, mit diesen zwei Büchern, die Geschichte des Korans. Und halt die modernste Formen von Luxemburg. Also ich finde, dass Luxemburg, auch wenn es wirklich sehr schwer zu verstehen ist, was er gewissen Dingen sagen will, es erhält viele, viele, viele Stellen und macht auch Sinn, wenn man den Koran gelesen hat, wieso das so ist, etc. Also ich habe gerade mein Buch nicht. Hast du auch noch ein Buch? Von Oleg und Puin, die Geschichte des Islam, die ist auch ganz spannend. Ja, diese Bücher von Oleg allgemein sind halt, wie gesagt, scheiße teuer. Also 60, 70 Euro Das habe ich normalerweise letzte Woche, vor 2 Wochen hier noch gesehen. Jetzt ist plötzlich, weiß ich nicht, wo ich das gelassen habe. Und das ist auch klasse.
Gut, also da habt ihr den Tipp gehört, die Geschichte des Islams auch von Oleg. Diese vier Buchte. Ich werde alles verlinken und dann später in der Beschreibung. Dauert halt nicht eine Weile, weil heute habe ich sehr, sehr viel Links zusammengesammelt, viele Referenzen. Was ich persönlich auch noch erwähnen will, ist, dass es wichtig ist für mich, dass die Referenzen da sind, dass die Leute selber nachschauen können. Das okay. Sieht man auf vielen, vielen Seiten nirgends, also auf vielen Erklärungen, Videos im Internet findet man keine Verlinkungen etc. Was schade ist. Aber ich mache das. Ja, der Jakob ist zu spät gekommen. Schäm dich. Wir sind halt jetzt schon durch. Das ist die Zeitumstellung. Wir hätten für 14 Uhr machen können, aber wir haben halt die UTC-Zeit genommen. Die kennt keinen Sommer und keinen Winter. Okay, alles Gute, gut. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch ein bisschen Werbung machen, so leid es mir tut für alle, die das noch sehen. Damit das ganze Thema hochgepusht wird bei der Google- und YouTube-Suche. Daumen hoch, teilen, abonnieren und alle Nachrichten, die besprochen werden in der Sendung, findet ihr auf der Internetseite. Tschüss!